Software Battle, wir treten sie an. Ja, willkommen zur zweiten Folge. Grüß dich, Dirk. Ja, endlich geht's weiter. Die erste Folge war super. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Genau, die Folge 1, da haben wir erstmal Basisfolge, die kennengelernt. Folge 1 war die Navigation. Aber jetzt wollen wir da einen Schritt weitergehen mit diesen 5 Anbietern dort in einer anderen Reihenfolge, weil unsere KI hat diese Reihenfolge durchmischt. Das heißt, wir werden immer wieder neue Reihenfolgen sehen. Und heute bei der zweiten Folge geht's um Rechte. Ja, Rechte, ganz wichtig. Rechtesystem, komplexes Thema, aber ganz wichtiges Thema, weil die Daten sind sensibel, die wir da verwalten, und deswegen eine ganze Folge nur zum Thema Rechtesystem. Und da ist die Aufgabe wie folgen: Ihr habt ja schon Grundauslieferung. Welche Rollen gibt es? Führungskraft wäre eine Rolle, Betriebsrat wäre eine Rolle, HR-Administrator wäre eine Rolle zum Beispiel. Und wie funktioniert die Nutzerverwaltung dort? Ist es sehr kompliziert? Habt ihr so große Klickmatrizen? Habt ihr einfach nur ein Häkchen zu setzen? Und vor allen Dingen, wie können die Rollen auch ergänzt werden? Genau, und das wird dann auch so eine Aufgabe werden, ne? Dass wir eine Rolle einrichten und auch Rechte dann zuweisen. Wir wollen genau sehen, wie das dann funktioniert, damit wir später keine Überraschung haben. Ja, und so wollen wir mal gucken, wer den Anfang macht, welches Produkt? KI. Der KI sagt HR-Puls. Oliver Hamacher, it's your turn. Herzlich willkommen zur Folge 2 mit HR-Puls. In dieser Folge geht es um das Thema Berechtigungen. Sie erinnern sich, das hier ist die Startseite. Wir sind immer noch Benutzer hier oben als Personalleiter eingeloggt. Deswegen sehen wir auch dieses Zahnrad hier unten. Wir können also das System konfigurieren. Ich springe da rein. Wir landen in der Ansicht zur Konfiguration. Können zum Beispiel mal nicht in der digitalen Akte, sondern hier unter dem Reiter allgemein die Rollen und Rechte uns anschauen. Die verbergen sich im Bereich der Benutzerverwaltung. Das heißt, wir öffnen diesen Bereich und dort sehen Sie, das System hat bereits Rollen vorkonfiguriert. Auch das ist eine Starthilfe, die wir mit an die Hand geben. In dem Beispiel hier 7 Stück. Zum Beispiel gibt es eine Admin-Rolle, es gibt eine externe Rolle, Führungskräfte, Recruiter und so weiter, jeweils mit einer Beschreibung. Man sieht, ist die global oder lokal gültig und kann dann hinten auch löschen, duplizieren und so weiter. Ich würde Ihnen gerne mal zeigen, diese Rollen werden natürlich ja dann mit Berechtigungen befüllt. Das ist so aufgebaut, dass man in dieser Ansicht hier die Ansichtsrechte oder die Aktionsrechte je Modul sieht. Auch dahinter in Klammern, zum Beispiel beim Bewerbermanagement, 33 einzelne Rechte. Und wir haben die Stärke der jeweiligen Rolle visualisiert anhand dieses Balkens. Das heißt, ich sehe hier, der Admin hat ganz viele Rechte, der Externe ganz wenige und so weiter. Wenn ich mir die im Einzelnen anschauen möchte, öffne ich das und sehe sofort, aha, wie ist die Ausprägung? Wenn ich zum Beispiel sage, eigentlich soll der HR-Admin gar keine Bewertungen, was Kandidaten durchführen können, klicke ich hier drauf und schon ist das Ganze angepasst. Also ich kann mit einem Klick auch jeweils die Berechtigungen anpassen. Mal angenommen, man möchte jetzt eine weitere Rolle hinzufügen, dann kann ich auch das tun. Ich kann also jetzt hier in die Ansicht, in der wir eben schon waren, sagen, hier oben gibt es ein Pluszeichen, füge jetzt mal eine sogenannte Testrolle dazu. Nicht besonders kreativ, aber ich glaube, zur Vorstellung und zu Verständnis reicht das. Ich kann hier festlegen, in welchen Modulen ist die sichtbar und wo wird sie quasi standardmäßig zugewiesen, wenn ich einen neuen Mitarbeiter anlege. Dann speichere ich das Ganze. Und dann ist das hier unten direkt sichtbar. So, jetzt muss ich quasi diese Testrolle zuweisen. Ich mache das mal, indem ich hier in die Zuordnung gehe. Wähle jetzt einen beliebigen, nehmen wir mal hier den Testhausen, Henrike Testhausen. So, kann jetzt sagen, okay, die hat schon die Standardrolle, aber jetzt soll sie bitte auch noch die Testrolle bekommen und speichere das Ganze. Und so habe ich wirklich mit 3 Klicks eine neue Rolle angelegt und auch einem Mitarbeiter zugewiesen. Die Rolle selber hat jetzt noch keine Rechte, weil das haben wir jetzt ja noch nicht mit Leben gefüllt. Deswegen können wir jetzt in die Ansicht, in der wir gerade waren, wieder reingehen. Hier sieht man auch schon die Testrolle. Die muss ich jetzt einmal einblenden. Und jetzt kann ich da durchgehen und sage, ich möchte jetzt die Testrolle hier mit Leben füllen, zum Beispiel die Übersicht der Bewerbung. Das heißt, so kann man wirklich mit wenigen Klicks sowohl eine Rolle hinzufügen, mit Leben füllen und sie auch bei den Benutzern jeweils zuweisen. Im Rahmen der Anlage neuer Mitarbeiter oder Benutzer ist es ja wichtig, dass man nicht alles manuell einstellen muss. Entsprechend greifen diese Berechtigungen, die wir jetzt hier eingestellt haben, natürlich auch im Organigramm. Also das heißt, eine Führungskraft, Sie erinnern sich, in der Folge 1 hatten wir das Organigramm uns angeschaut, zum Beispiel hier im Finanzbereich. Die sieht natürlich auch immer die eigenen Mitarbeiter, hat entsprechend Zugriffsrechte auf die gesamte Personalakte, auf die Felder, die jeweils
standardmäßig einer Führungskraft freigegeben sind. Das heißt, man muss die nicht pro Führungskraft definieren, sondern einmalig in der Rolle Führungskraft oder Manager. Und dann greifen diese Berechtigungen für alle neuen Benutzer, die die Rolle Führungskraft bekommen. Das Ganze ist selbstverständlich kaskadiert. Das heißt, es geht immer von unten nach oben, je nachdem, wie viele Organisationseinheiten Sie bei Ihnen in der Organisation haben. Software Battle, wir treten Sie an. Heute zeige ich euch, wie wir diese Felder auch verwalten können und die entsprechenden Rollen und Rechte dort hinterlegen können. Dafür gehe ich einmal in den Einstellungen in die mitarbeitenden Rollen. Und hier gibt es jetzt folgende Regelungen. Jeder Mitarbeitende bekommt ein und dieselbe Rolle, nämlich alle Mitarbeitenden. Das heißt, ich darf meine eigenen Daten vielleicht sehen. Je mehr Verantwortung ich habe, desto mehr Rollen bekomme ich nachher auch zugewiesen. Bin ich jetzt eine Führungskraft, bekomme ich noch die Rolle Führungskraft oder eine standortspezifische Rolle nachher zugeteilt. Bin ich im HR, bekomme ich auch im HR vielleicht unterschiedliche Rechte. Das Ganze lässt sich übertragen dann auch auf das Rechtekonzept. Hier gibt es zwei Prinzipien, nämlich einmal auf der horizontalen ein Ansichtsrecht. Das bedeutet, darf ich Dinge sehen, ja oder nein? Ein Vorschlagsrecht, darf ich Dinge bearbeiten, die aber nochmal einer Zustimmung unterliegen. Ein klassisches Self-Service-Konzept, ich ändere meine Bankdaten und sie müssen nochmal freigegeben werden. Bis hin zu, ich darf Daten wirklich überschreiben. Häufig im HR ansässig, aber auch vereinzelt bei Mitarbeitenden, um beispielhaft den Notfallkontakt zu aktualisieren. Der sollte ja immer aktuell sein. Das zweite Prinzip ist, auf der vertikalen gilt dieses Ansichtsrecht jetzt nur für meine eigenen Daten in einer Sektion? Gilt es für die Daten meiner Mitarbeitenden, wenn ich eine disziplinarische Führungsverantwortung habe? Gilt das für alle Daten oder möchte ich hier individuelle Regelungen hinterlegen? Wie mit Bedingungen. Das darf jede Person sehen oder ich darf diese Information bei jeder Person sehen, wo die Schuhgröße gleich 39 ist. Ihr merkt, das Beispiel sehr, sehr abstrakt, bewusst so gehalten, weil so seht ihr, könnt ihr nahezu jegliche Regelungen hier mit hinterlegen. Das Ganze, wir haben in der letzten Folge das Feld Felix angelegt, können wir jetzt hier auch tun, ja, für individuelle Einstellungen hinterlegen. Was wir jetzt tun, ist eine neue Rolle hinterlegen, nennen wir sie mal Michael. In dieser Rolle kann ich jetzt noch Verantwortlichkeiten hinzufügen, wie den Adrian. Er soll diese Rolle bekommen. Und der Adrian soll bei jedem Mitarbeitenden sehen können, was sich im Bereich Felix alles getan hat. Und das war es tatsächlich schon. Jetzt ist es gespeichert und der Adrian hat Zugriff tatsächlich auf diese Informationen nachher. Konkret, wenn wir jetzt zurückgehen in die Akte von Brad Pitty, finden wir genau diese Informationen jetzt hier wieder. Und jeder mit der Rolle Michael hat einen Zugriff auf diesen Bereich von jede Mitarbeitende. Software Battle, wir treten Sie an. Wir starten mit der zweiten Folge zum Thema Rollen- und Rechtekonzept innerhalb von Loga HR. Wir melden uns einmal mit unserem fachlichen Administrator an, sprich, das ist die Rolle, die Möglichkeit, mit der wir die Möglichkeit haben, auf alle Bereiche zuzugreifen und in alle Felder und Masken reinzugehen. Grundsätzlich bietet Loga ein sehr stark individualisierbares Rollen- und Rechtekonzept, sodass wir wirklich alle Personen und Nutzer, die auf der Plattform gemeinschaftlich arbeiten, Finanzbuchhaltung, Geschäftsführer, Teamleiter, Mitarbeiter und Personalsachbearbeiter mit individuellen Rollen ausstatten können. Und das Ganze findet im Bereich der Big Data der HR-Arbeitsplätze statt. In der Big Data selber stehen uns diese vordefinierten Rollen hier auf der linken Seite bereits zur Verfügung. Hier kann man schon ganz schön sehen, wir haben hier einige Beispiele, die Personalleitung, die Vorgesetzten, die Mitarbeiterrollen und auch die der fachlichen Administration. Wir können hier jederzeit uns die HR-Arbeitsplätze anschauen. Man kann auch aus Loga selber jederzeit ein Protokoll der Rechte pro Rolle exportieren, wenn man das als Nachweis für den Betriebsrat beispielsweise braucht oder auch für die Kontrolle, wenn das ganze Rollen- und Rechtekonzept aus Seiten der IT gesteuert wird. Wir können gerne mal ein Beispiel durchgehen, was jetzt passieren würde, wenn wir zum Beispiel eine neue Rolle im System brauchen würden. Ich öffne mir hierzu einmal den Bereich der Mitarbeiter, habe hier schon einige Beispiele mal erstellt. Wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, ich möchte gerade bei den Mitarbeitern unterschiedliche Kontexte, unterschiedliche Widgets zur Verfügung stellen, weil zum Beispiel Werkstudenten nicht an der Reisekostenerfassung partizipieren und wir das Widget deswegen grundsätzlich ausblenden wollen, habe ich hier die Möglichkeit, mir individuell diese Rollen zu erstellen bzw.
von bereits vorhandenen Vorlagen abzuleiten und dann zu individualisieren. Dafür öffnen wir uns hier jetzt einmal den Werkstudenten und sehen dann im Prinzip eine Kopie unseres, wie es auch im Live-System schon aussehen würde. Das heißt, ich muss nicht umdenken und mir im Prinzip das geschriebene Recht zudenken zu der Praxis, sondern es ist wirklich alles in einem und ich sehe, kann direkt im Prinzip im Bereich der Big Data austesten, wie sieht das Ganze aus in der Live-Plattform, habe dann hier über die Möglichkeit, über den Datenschutz einzelne Eigenschaften oder auch Widgets beispielsweise weg oder dazu zu schalten. Wenn man zum Beispiel hier jetzt bei dem Werkstudenten in dem Beispiel bleibt und sagt, die Reisekostenerfassung, die brauchen wir nicht, ziehe ich mir das Ganze einfach in den Datenschutz rein, das Widget ist weg aus der Rolle, speichere das Ganze ab und dann fungiert im Bereich der Big Data die Rollen- und Rechtegestaltung wie mit einem Warenkorb-Konzept. Das heißt, hier ist jetzt noch nicht die Änderung live produktiv gesetzt, sondern die würde ich mir erstmal über Click and Run in mein Live-System kopieren und dann den entsprechenden Nutzern zuordnen. So, wenn wir dann das Ganze in unser Live-System einmal transferiert haben, gibt es im Bereich Loga hier die Benutzerverwaltung und die Verwaltung der HR-Arbeitsplätze. Ich kann hier über meine Volltextsuche, die Sie bereits in der ersten Folge kennengelernt haben, einfach das entsprechende Thema raussuchen. Auch wenn ich User eingeben würde, würde Loga das sofort finden. Wir gehen in den Bereich der Benutzerverwaltung dann einmal direkt rein und sehen hier unseren Datenschutz. Wenn ich den neuen Arbeitsplatz jetzt zu meinem Mandanten oder zu der Organisationseinheit, wo das Ganze Anwendung findet, hinzuziehen will, kann ich hier einfach über das Plus den HR-Arbeitsplatz aussuchen. Ich suche mir hier den Werkstudenten raus, weise das den entsprechenden Mandanten zu und auch den entsprechenden Benutzern und würde so meine neue Rolle im Prinzip ins Go Live der Softwarenutzung bringen. Ich habe jederzeit hier in der Loga selber eine Benutzerübersicht, kann bei jedem einzelnen Nutzer jederzeit auch nachgucken, okay, welcher Rolle ist derjenige oder welche Rolle hat die einzelne Person? Ich suche mir zum Beispiel hier den Björn Kunkowski raus, da sehe ich alles klar, der hat eine andere HR-Arbeitsplatzbezeichnung und ich könnte hier auch zum Beispiel ganz zentral eine Sperrung der HR-Arbeitsplätze jederzeit vornehmen. Also das System ist so, dass alles relativ einfach gestaltbar ist. Man muss sich ein bisschen da reinfuchsen und damit auseinandersetzen. Aber wir haben den riesengroßen Vorteil, dass wir nicht direkt in eine Produktivumsetzung gehen, sondern erstmal testen können, um dann die optimalen Rechte und Rollen für unsere jeweiligen Stakeholder im Unternehmen bei der Nutzung zu schaffen. Software Battle, wir treten Sie an. Und herzlich willkommen zur weiteren Folge, heute mit dem Thema Rollen- und Rechtekonzept in Bob. Und wenn ihr euch erinnert, ich habe ja von vornherein darüber gesprochen, dass wir auf international ausgerichtete Unternehmen fokussiert sind. Deswegen jetzt natürlich alles in Englisch. Aber natürlich, wenn ihr sagt, ich möchte es vielleicht auch in einer anderen Sprache darstellen, beispielsweise für den deutschen Standort, könnte ich jetzt hier auch ja, mit den 14 Sprachen, die wir sowieso schon von Hause aus mitbringen, hier schnell die Sprache ändern. Damit natürlich genug zum Hintergrund. Ich möchte heute in die Rollen und Rechte mit euch reinschauen und dafür würde ich auch wieder in die Settings mit reingehen, weil das natürlich eine der grundlegenden Funktionen ist, die natürlich auch gerade für den Start, wenn man Bob implementiert, die absolute Grundlage ist, was Datenschutz angeht. Wir sehen jetzt schon her, innerhalb des Kontos habe ich verschiedene Berechtigungsgruppen. Ich hätte auch die Möglichkeit, die Funktion, die wir jetzt gerade zum Beispiel auf der Homepage gesehen haben, auch hier zu verwalten. Heute soll es aber um die Berechtigungsgruppen gehen. Und was wir hier schon sehen können, ich habe mal hier ein paar Beispiele mitgebracht, sind vier Gruppen. Die Administratoren sind meistens natürlich ein paar weniger, die Manager und zwei Gruppen für alle Mitarbeitenden. Ihr seht es hier schon auch, das sind die Gruppen, die Pflichtgruppen, die von Hause aus Bob mitkommen. Was wir häufig sehen bei unseren Kunden ist natürlich, dass man nochmal eine Gruppe beispielsweise für einen HR-Manager macht oder dass man beispielsweise andere Entities hat, noch beispielsweise eine Holding-Struktur, wo man vielleicht auch nochmal andere Rollen und Rechte hinterlegen will, für einfach dieses kleine Startup, die Ausgründung oder vielleicht für eine neue Acquisition, sodass man hier auch flexibel bleibt, falls sich Sachen im Unternehmen verändern. Ich springe mal, um euch zu zeigen, wie das aussieht, einfach hier in den Administratorenbereich. Und was wir jetzt hier sehen können, auf der einen Seite könnte ich, wenn ich möchte, ja erstmal hier nochmal schauen, was ist eigentlich in der Vergangenheit passiert. Wer sind die jeweiligen Mitglieder hier in dieser Gruppe? Könnte auch nochmal schauen, was für Sachen will ich hier verwalten. Und wichtig, wir haben jetzt hier zwei verschiedene Ebenen. Auf der einen Seite die Funktionalität als solche, beispielsweise Analytik, wer soll darauf Zugriff haben? Mit den Checkboxen hier, die könnte ich jetzt auch hier jeweils ein- und ausstellen. Aber natürlich auch nicht nur von der Funktionperspektive, sondern auch, welche Daten kann ich eigentlich sehen? Über welche Mitarbeitenden kann ich sehen, ob die Kollegen, Kolleginnen anwesend sind oder nicht? Oder vielleicht auch, welche Berichte für sie geltend sind? Das heißt, funktionale Übersicht, was kann ich verändern? Aber auch, was kann ich mit den Daten machen? Welche darf ich überhaupt erst sehen? Und das Gleiche gilt natürlich auch dafür, wenn ich eine neue Gruppe anlege.
Das heißt, ich könnte jetzt erstmal bestimmen, wen haben wir. Wir können jetzt mal mit dem Thema Finance gehen. Und jetzt kann ich dir sagen, ich möchte beispielsweise die Kollegen aus der Abteilung, haben wir jetzt hier im Hintergrund, ist gleich Finance. Und damit würde ich wirklich mit wenigen Klicks, sollen wir hier vielleicht einmal die Möglichkeit haben, einfach die Kollegen aus dem Finanzdepartment in eine eigene Gruppe zu hinterlegen. Und mit einem Klick habe ich hier eine neue Gruppe, könnte noch sagen, wer hier hinzugefügt werden soll, beispielsweise, wenn ich jemanden hinzufügen möchte, oder aber auch, wer kann was sehen und dementsprechend die Rollen und Rechte ja den eigenen Anforderungen nach verändern. Um euch mal vielleicht ganz kurz zu zeigen, wie das aussieht. Ich bin jetzt hier der Nils, erinnert euch gleich dran, und habe natürlich Zugriff als Bob-Admin auf alle Funktionalitäten von Bob. Jetzt möchte ich euch aber natürlich für das Profil oder mal für eine andere rechte Gruppe zeigen, wie das aussieht. Und schau mal, wie der Dirk das sehen würde, wenn er jetzt beispielsweise als Mitarbeiter aufs Unternehmen schauen würde. Und was wir jetzt hier direkt sehen, ich habe hier zum Beispiel nicht die Möglichkeit, meine Zeit zu tracken, weil es vielleicht nicht für meinen Standort oder für den Dirk nicht wichtig ist und habe natürlich auch nicht diese Zugriffsrechte. Das heißt, wir haben immer eigentlich die gleiche Ansicht aufs System. Nur unterscheiden sich die Funktionalitäten und die Arten von Daten, ob ich sie sehen kann und auch verändern kann. Und damit kann man das eigentlich ziemlich gut zusammenfassen, weil jeder soll ja das Bestmögliche aus der Plattform rausholen. Und wenn wir jetzt hier wieder zurückspringen, seht ihr, wie man als Bob-Admin die Plattform sehen und benutzen kann. Software Battle, wir treten Sie an. Betreffend der Nutzer- und Rechteverwalten haben wir zwei Regeln. Das eine ist die klassische Rolle, die ich habe, ob ich nun Fachbereich habe, ob HR habe, ob ich Marketing bin oder nur im Recruiting tätig bin. Hier haben wir eine Rollenverwaltung. Zum einen, zum anderen ist es so, dass wir über die Organisation gehen, nämlich, dass wir Fachbereichsrollen definieren aufgrund der disziplinarischen und fachlichen Zuständigkeit. Das heißt, der Sebastian Buck, der hier ist, ist zuständig für das Thema Finanzen und Controlling und sieht folglich nur die Mitarbeitenden, die jetzt im Finanz- und Controlling-Bereich sind. Wenn wir zu der Rollenverwaltung gehen, dann sind wir in den Rollen und wir liefern standardmäßig HR-Leiter, Business-Partner-Leiter, Fachbereich aus oder Mitarbeiterfachbereich und Personalmarketing. Wenn ich in diese Rollen hineingehe und standardmäßig anpassen will, dann kann ich das am besten darstellen, indem ich hier einmal die Benutzerdaten oder die Benutzerregeln des HR-Leiters mal definiere oder anpasse. Und was Sie jetzt hier sehen, ist, dass ich für jede Person, die ich habe, hier die Standardrolle wählen kann, die ich definiert habe. Also das heißt, die Standardrollen, die wir vorgeben, die kann ich aber auch dann ausblenden. Und dann habe ich hier verschiedene Rollen, wie Wissmann Fachbereich oder dergleichen. Und aufgrund dieser Rolle, die ich hier definiere, passt sich dann automatisch die Zuständigkeit in den Bereichen Mitarbeiterkandidaten an. Was wir auch haben, ist, dass ich nochmal eine weitere Einschränkung vornehmen kann pro Unternehmen. Das heißt, ich kann hier eine Anzahl von Unternehmen hineinsetzen, in der ich jetzt als Personalverantwortlich den Blick drauf haben darf, in anderen Bereichen nicht. Gleiches lässt sich nochmal einschränken, dass ich nochmal zusätzlich sage, ich bin nur zuständig unternehmensweit für das Thema Vertrieb oder Finanzen. Was Sie hier auch sehen in unserer Benutzerberechtigung, ist das Thema Elias. Elias ist unsere Personalentwicklung. Hier kann ich Rollen vorgeben, welche Rolle ich denn innerhalb des Elias-Systems habe. Jetzt wollen wir dem Walter König natürlich nicht die Fachbereichsrolle geben, sondern er bleibt im HR-Leiter Admin. Und ich kann ihm zusätzlich zum Beispiel die Rechte für Dativ entziehen oder entnehmen. Jetzt nehme ich die mit hier rein. Das zeige ich Ihnen dann gleich mit dem Thema Schnittstellen und wir machen Nutzer aktualisieren. Und er hat dann automatisch die Sicht jetzt auf die zwei Unternehmen plus natürlich die Rechte, die wir angepasst haben. Ja, das war spannend, oder? Viele neue Eindrücke, bestimmt auch für euch. Aber es geht ja noch weiter. Wir haben ja insgesamt 10 Folgen. Und wenn ihr diese 10 Folgen nicht alle gesehen habt, ihr könnt hier nochmal schauen, was wir dort haben. Viele werden für euch in der Zukunft noch sein, logischerweise. Aber nach einer gewissen Zeit sind ja alle freigeschaltet. Spult zurück ab dem März, ab dem 15. März ging es bei uns los. Und wir haben auf YouTube eben den Kanal geschaltet und er erinnert euch immer wieder, wenn man abonniert hat. Genau, so ist es. Immer wenn was Neues kommt auf dem Kanal. Genau. Also, die nächste Folge wird dann für euch sofort klingeln, wenn ihr bei uns abonniert habt. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge, zur nächsten Staffel, der Martin und Der Dirk. Bis dann. ciao. Tschüss.
Software Battle, wir treten sie an.